Hey, was geht's, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush for the Week 9 mit einer weiteren Let's Show. Diesmal mit der Sonic Amateur Games Expo 2022 Demo zu Mushroom Kingdom Fusion. Dabei handelt es sich um einen 16-Bit-Plattformer, nicht bloß mit Mario, sondern auch mit einem Haufen anderer Charakteren aus verschiedenen Franchises von verschiedenen Publishern. Und ja, ich würde sagen, wir legen damit los. Ja, nicht bloß mit Mario und Sonic. Warpzone oder The Interway? Wo führt eigentlich die Warpzone hin? Da ist ein Shop. Aber dafür haben wir noch kein Geld. This player cannot use this item. Okay. Und ich glaube, das ist ein Shop-Inhaber aus den... Ich glaube, das ist so ein... Shopkeeper aus den Philips CD-Zelda, schätze ich mal. Aber gut. Zurück zum Pilzkönigreich. Das fängt erstmals an wie ein normales Mario-Spiel. Aber hier gibt es tatsächlich was anderes, und zwar Rubine aus Zelda. Das ist sogar Super Mario Land 2 Musik, ich erkenne es gerade jetzt. Und den Shy Guy kann man sich hier packen, und dafür Gegner werfen, so wie man es aus Super Mario Bros. 2 oder Super Mario Bros. USA kennt. This is a special icon on the Shy Guys, it means so safe to stand on those enemies, you won't get hurt even if a playable character can stomp on them. Once you are standing on them, you can pick them up and toss it. You can turn these icons off and off via the options menu. Können wir uns mal angucken. So. Und Option. Disability. Out of here. Cheats. Other options. Float bumper on. Auto drop on. Okay, passt schon. Continue. Ja, wie kommt man auch noch Rubine aus Zelda? Ah! Und die Feuerblume und... Wow, ich werde die Feuerbälle hier verschossen. Puh, die kann man sogar aufladen. Nice one. Oh. Na komm raus da. Ironisch. Wer jetzt von Feuer... Feuerbällen fertig gemacht und werden deshalb Feuer speit. Okay, das ist nur... Cool. Oh, eine Pflanze war noch gar nicht da vorher. Jetzt gibt es ja rote Münzen hier. Sogar Kirschen sammeln, aber wo es die gibt, das was ich jetzt kann. Oh, Tanuki-Blatt. Kann man jetzt nicht aufladen, ne? So, fliegende Gombas. Oder zumindest glauben sie, dass sie das könnten. So, aber hier, so fliegt man los. Oh shit. Der spielt sogar doppelt. Komm raus. Bam.
Zack. Der Level ist aber schon länger als gedacht. Steckt schon einige Zeit darin. Steckt schon zu einige Zeit hier dran. Oh. Oh, zu Unsichtbarkeit stellen. So, geh mal her da. Oh, der Punkt sieht ein bisschen speziell aus. Okay, ich habe alle 8 roten Münzen hier. Ist das das Ziel? Oder was zum... So, jetzt aber eine ziemlich spezielle Münze. The top of the flag hole, you will get a 1-up. Ja, hier zum Beispiel. Okay. Das war schon mal der erste Level. So zum Einsteigen mal. Aber da gibt's noch mehr. Kumamin zum Beispiel. Oh, das ist ein New Super Mario Bros. Remix. Schade, dass man es nicht lange hören kann. Das war ein cooler Remix. Keine Ahnung, wofür diese Münzen sind. Das sind wirklich minzige Münzen. Erinnern an Wario Land. Vielleicht sind das auch Wario Land Münzen. So, schön drauf immer. Na komm raus da. Bam. Oh, Ranke. Wir müssen uns an der Decke fortbewegen. Gibt's auch hier wieder rote Münzen? Das wüsste ich so gerne. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Weltbewegung ist immer auf der Decke drauf. Da bringt das schon eher was. Nö. Bleib doch mal oben, bitte. Man bleibt also nicht die ganze Zeit hier in der vollen Geschwindigkeit beim Laufen. Das geht dann wieder zurück. So sieht's wohl aus. Das ist verwunderlich. Oh shit, na toll. Ja, so viel zum Tanuki-Blatt. Oh. Jetzt wird's schon ein bisschen ernst hier. Oh, 1-Up, nice. Hm. Nehmen wir gleich die Feuerblume. Und hier sehen wir mal Stachis. Die gehen schnell down. Bam, bam, bam. Badam, bam, 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 bam. Ich frage mich, ob das bei Bosskämpfen oder so aushelfen kann. Man wollte schon sagen, kann man über eine Röhre rein? Das kann man... Kirschen! Da gibt es die ersten Kirschen hier. Ein Panzer! Moment, da war ein Schalter, aber... Welche? Oh, okay. Das weiß ich nicht, da warte, dass ich den Gegner so besiegen, die Piranha-Pflanze so besiegen kann. Aber welche Röhre war das nochmal? Irgendwo war... Irgendwelche, ich weiß nicht mehr, welche Röhre das nochmal war, wo ich rein konnte. Da war doch ein Schalter. Hier war es, ne? Ja, hier war es. Genau, da ist der schwarze Schalter. Das bewirkt doch irgendwas. Was gilt jetzt noch rauszufinden? Oh, ich sehe bislang, keine rote Münze bekommen. Nein, mein Panzer!
Schade. Das wär's. Auch ein bisschen war auch. War leider ein zu kurzes Vergnügen damit. Metal Slug! Metal Slug Soldaten! What the fuck? Oh, und wir sind gerade in den Metal Slug Bereich gekommen. Und hier gibt's auch Metal Slug Münzen. Gluing. What the fuck? Wir machen uns jetzt hier Metal Slug Soldaten. Ich hab's ja gesagt. Das Leben ist schwer. An extra life, nice. What the? Alter, wie schießt er denn seine Granate? Yes, Panzer Time! Oh, bitte. Aber es ist trotzdem, wird trotzdem als normale Mario-Münze gezählt. Hehe. Sorry. Ah, shit. Oh, no. Gib mir die Feuerblume. Nein! Jetzt reicht's. Ah, das war nichts. Gib mir wieder ein gutes Power-Up. Holy shit. Ha! Danke, dass du die Piranha-Pflanze dafür erledigt hast. Echt krass, dass es hier Metal Slug gibt, aber wie komme ich denn in die Kirschen ran? Oh! Swooper oder Flap Flap. Oh no. Oh no! Oh, ein P-Switch? Jetzt mal Schluss mit dir. Bleh. Ah, dafür brauche ich ihn. Oh, da gibt es sogar rote Münzen. Sehr schön. So. Das wäre geschafft. Also den blauen Rubin möchte ich schon noch bekommen. Sehr schön. Das ist bestimmt auch eine rote Münze darunter versteckt. Hm. Ach, zu spät hier. Schon wieder zu spät. 1, 2, 3. Jawohl, erwischt. Ah, da fehlen mir noch rote Münzen. Sekunde mal, man kann. Ich dachte, das besiegt den. Stach ist fort, holy shit! Ja, kannst doch treiben hier, ne? Nein, du bleibst schön weg von mir. Oh! Da musste ich leider. Oh nein! Ach, toll, so viel dazu. So, weg mit dir. Hm. Oh. Ne. Oh je, Hammerbrüder jetzt gerade. Ohne Power-Up! Ist ne schlechte Kombi. Jetzt fange ich da wieder 5. Was ich mit den Sniffet hier nochmal gerechnet. Oh shit. Gib mir bloß ein Power-Up. Und verpiss dich. Aber gewaltig. Oh! Der hat sogar einen Streuschuss. Mach, dass du wegkommst.
Oder habe ich mal was angefangen? Ich hätte den Level auch normal beenden können. Ah! Komm raus. Endlich. Scheiße. Dann ist er drin und ich bin schon wieder am... Arsch! Komm zurück! Musst du gerade da sein? Ah, gute Kombi. Nein! Kommt dieser blöde Block dazwischen. Sorgte nur dafür, dass ich jetzt wieder ohne Power-Up dastehe. Nein! Oh, gib her! So, verpiesel dich! Bam! Moment. 10 alle rote Münzen hat es bereits gesammelt. Verdammte Scheiße! Ach. Verdammte Flap Flap. Ich habe darauf gewartet, dass du runterkommst. Boah, gib mir doch ein Power-Up. Und sind denn das nur so geizig damit? Okay, die roten Münzen, die ich gesammelt habe, bleiben gespeichert. Zum Glück. So muss ich gucken, dass ich meinen Power-Up hier behalte. What the? Oh, fuck you! Drecksarsch! Scheiß doch die Wand, ich brauche ein Power-Up, sonst komme ich da nicht durch. Vielleicht kann ich beim Shop was kaufen? Geht das jetzt? Boah. Spartan-Armor? Nicht euer Ernst. Nicht. Ich kann mir nichts leisten hier. Es fehlt mir zu viele Rubinen. Und hier ist dasselbe nochmal. Ach, nicht euer Ernst. Alternative Erde, was? Und ich kann mich auch außerhalb der Map fortbewegen. Dämonenreich. Was ist das hier? Da komme ich noch nicht hin. Abenteuerdomain. Nintendo Subspace. Edge of Beyond. Minus World. I love Genesis. Megaverse. Aber da seht ihr es. Oh. Da geht einiges ab hier. So, jetzt kommt... Nein! Ah! Nicht euer fucking Ernst.
habe dringend jetzt ein gutes Power-Up nötig. Und das ich auch behalten kann bis zum Ende. Oh shit! Holy shit! Steh auf. Hey! Was? Na toll. Jetzt bin ich mal lieber vorsichtig. Boah, der dreht sich noch um beim Schießen. Ich lass am besten hier rumballern. Oh no, no. So. Oh ja, der Panzer. Jetzt geht's mir besser. Ich glaube, ich kann mich damit sogar schützen, ne? Nein, ich dachte schon. Scheiße. Scheiße, ich dachte, damit kann ich mich schützen. Oh shit. Sniff it. Schon, dann kommt er nicht raus? Das war wieder super gezielt. Aber zumindest habe ich einen Ersatzpilz. Dass irgendwas schief geht. Wie zum Beispiel das hier. Mann, der zielt auch wirklich so gut mit seiner Scheißgranate. Gib mir bloß ein gutes Power-Up. Wurde nicht zu viel verlangt. Nein! Mann! Ich kann einfach nicht groß bleiben. Ich stecke immer zu viel ein. Nicht euer Ernst, ey. Nicht nochmal. Holy shit. Oh Mann, ey. Gib mir doch was Anständiges. Oh shit, da kommt. Der kommt runter. Okay. Oh Mann, das ist eine Plattformpassage hier. Nein! Hätte ich den beinahe übersehen hier. So, den nutze ich, um ihn. Den hier abzuballern. Wenn ich's kann, verdammt! Ach, das ist nur für einen Pilz. Ich wollte mir was anderes holen, aber ich konnte ich nicht, weil der Typ im Weg war. Dachte, das wäre, der Block wäre zerstörbar. Jetzt mal Schluss mit dir. Verpiesel dich. Oh Gott, die vielen Hammerbrüder. Scheiße. Ich hab sie besiegt. Alle auf einen Schlag, beide auf einen Schlag. Und es gibt hier keinen Power-Up. L2, hä? Huh? Immer kriege ich einen One-Up, aber mir fehlen auch noch zwei rote Münzen hier. Verrückt hier. Es geht auch noch nicht mal auf Zeit, die Level. Wir kommen zur alternativen Erde gleich. Ah, ich muss aber erstmal den normalen Level auch noch normal abschließen hier. Das war ja nur das Secret Exit, den ich bestritten habe. Mich, woher diese Remix stammt, ob das jetzt wirklich von Fans gemacht worden ist oder ob das aus einem
Mario Game stammt, ich glaube mal nicht. Das ist ein offiziell. Das ist offizielles hier. Ist nur schade, dass mir jetzt noch rote Münzen fehlen bei diesem Secret Exit. So, Feuerblume Allee. Nein! Ach. Kann ich nicht besser aufpassen hier? Gib mir die Feuerblume, verdammt! Die nerven einfach nur noch die Spackos. Ja, den kann ich natürlich nicht besiegen damit. Aber so kann ich ihn erledigen. Oh ja, eine Ersatzfeuerblume. Ist immer gern gesehen. Ja, selbst aufgeladene Feuerbälle können nichts ausmachen. Nur die Stachis können damit besiegt werden. Geh doch hoch, Mann! Ruck. So, so sehe ich das schon. So will ich das sehen. So will ich das haben. Oh! Gib mir die Münze, bitte. Die kann ich vielleicht brauchen. Jede Menge Rubies. Ruck. So. Und da ist das normale Exit. Mit einem One-Up. Muss es doch versteckte Blöcke geben, oder nicht? Nö, gibt's nicht. Okay, was soll's. Oh, Mushroom Kingdom Fusion ist bislang wirklich ein interessantes Spiel. Okay, und jetzt hier ein Goomba. Herausforderung. Die wirklich nichts ist, bislang. Oh, aber das ist deutlich mehr als erwartet. Wie sehe ich die Flugumwas aus? Die haben blaue Beinchen? Hm. No. Hm? Was soll diese rote... Erde. Und das ist Wario? Der Grand Canyon. Oh Gott. Wieder Metal Slug mit Schnecken? Oh! Was ist mit dir? Der hat's aber eigentlich gehabt. Oh! Monty ist auch noch. Komm hoch da. Go, go. Ja, mit den großen Monty können wir natürlich nichts machen. Oh. Ah, schau ihn an. Kann diese Holzkiste mit aufgeladenen Feuerwellen zerstören. Das wusste ich jetzt nicht. Oh, und da ist noch eine Feuerblume. Nice. Nice, extra life wieder. Ja, den kann man leider natürlich nichts anhaben. Okay, dann mal weiter hier. Boah, was zum... Okay, nach unten drückt, dann kann man das hier anheben. Und das ist ein Donkey Kong Country Musik hier. Aber das ist doch kein Donkey Kong Country... Nee. Doch! Eine Donkey Kong Country Welt!
No way. Dieser Gegner ist ja echt lässig gewesen. Da ist auch noch ein Poké oben drauf. Ja, so viel zu der Münze. Jetzt kann ich da nichts mehr machen. Oh, ich kann auf ihn drauf? Warte! Ich kann ihn... Okay. Schon sagen, zerstör das doch bitte. Ey, wieso geht das nicht? Hä? Wieso sind die nicht zerstörbar? Okay, man muss da ziemlich nahe dranbleiben, oder was? Was ist das für ein Flattervieh? Ein Trampolin? Okay, jetzt reicht's mir. Ach, das macht denn noch nicht mal was aus. Okay, das ist für die rote Münze. Jetzt geht's ins Wasser. Und ein Checkpoint oben drauf. Oh, Hammer, Bruder! Hammer, Bruder! Oh, shit. Hey, versuch mal die Kiste jetzt zu zerstören, mein Freund. Ich sagte, versuch. Okay, das geht auch mit dem Hammer. So, Alter. Oh. Sind das du, Monster? Oder was war das jetzt gerade für ein schießwütiger Spacko? Nein! Uff. Dachte schon. Okay, ich habe ja schon alles erledigt, ne? Ja? Hast du richtig gesehen? Nein! Ach du beschissene Federvieh! So viel zum Hammer, Bruder. Ach, Moment, die Kisten kann man... Ja, woher sollte ich das denn jetzt wissen? Tch. Woher sollte ich das denn riechen, dass man auch die Kisten noch packen kann? Packen und zerstören kann hier. Uff. Ohne Leiter? Direkt? Ah! Okay, passt. Alles in Ordnung, alles bestens. Na komm runter. Oh, das passt jetzt gerade sehr perfekt. Bloß gut, dass das jetzt nicht auf Zeit läuft, das Spiel. Also der Level. Sonst, ja. Nein! Bleib da drauf, bitte! So, jetzt. Hätte ich das vorher gewusst, dass man die so zerstören kann? Oh, sehr schön. Noch eine rote Münze, ne? Dann hätte ich alle. Ob es auch so einen richtigen Bosskampf gibt mit Metal Slug? Oh shit! Das war jetzt aber sehr riskant. Sehr schön! Alle roten Münzen! Warte!
Tim! Mit den rechten Schulterball kann man mit Messerangriff einsetzen und sonst kann man mit X-Offense schießen! Was? Diese Park der Schmackos! Metal Slug! Was? Was bekommt man die roten Mützen? No way! Das ist euer Ernst? Ach ja, ich war noch gar nicht in Pilzhaus. Nimm mal die goldene Mitte. Okay, das wird zum Glück ins Inventar reingetan. Und wir bekommen den Tanuki. Machen wir noch den einen Level und dann beenden wir hier die Demo. Die Demo ist natürlich deutlich größer. Die ist ja fast schon komplett hier. Genau. If you activate checkpoint, you can exit the stage and return to the current endpoint. If you're having trouble with any section, use a certain character. This is a quick way to change characters. Use the pause menu to select the exit stage. You return to the world map. Remember, it only works if a checkpoint is activated. Otherwise, you'll end up the start again. Also, if you start a second level, the first level, it's best to be careful. Ja, alles klar. Alles New Super Mario Bros. Remixe. Oh nein, danke. What the? Da war ein Giftpilz! So viel zum Tanuki. Das sieht aber einer ganz schön gemein. Ba, ba, ba. Das sind wirklich schöne Remixe. Klingt einfach nur episch. Also dieses Fangame ist absolut genial bislang. Kann's nicht anders sagen. Alles beim Alten hier bislang. Also die erste Welt ist auf jeden Fall noch in Marios Welt. Aber man kann auch... Oh. Wenn man den auflädt, dann kann man einfach nur in den Panzer zurücksetzen. So ist das hier. Ich muss gerade sagen, man kann doch da rein. So ist es hier auf... Oh shit, was? No! Ah shit. Ich muss ja besser zielen. Yeah. Ich muss schon sagen, weil was sind da... Warum sind da Herzen, bitte? Bam! Ach, da fehlt jetzt nur noch ein halbes Herz? What? So, komm jetzt... Ah, shit. So. Noch zwei Treffer, hoffentlich. Oder ist es... Oh, das ist drei Treffer. Nee. Das wäre Hass, könnte ich hier auf Mauser treffen. Was New Super Mario Bros. 2... New Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2. Warum schießt er die Bombe jetzt auch nach hinten hier? Das wär's! Er ist down! Hat das irgendwas gebracht? Ihn jetzt ein bisschen... What? Das... war... hä? Also was auch für ein Secret Exit? Das war anscheinend auch ein Secret Exit hier. So. Oh, no way, ich liebe es. Okay, das hilft auch bei denen wirklich nichts. No, nicht nochmal. Diesmal nicht, Freundchen.
Mir fehlt aber noch einmal eine rote Münze hier. Was? Die werden resettet? Scheiße. Ich hätte das vorher gewusst. Vor allem habe ich schon eine übersehen bereits. Die war da oben. Ich dachte, die bleiben gespeichert. Die, was man schon gesammelt hat. Ist ja wie bei Yoshi's Island hier. Wie beim ersten. Ist ja gar nicht gut. Das kann ich wirklich gar nicht gut heißen hier. Ba. 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 Nein! Holy shit. Der macht einen Sprung. So. Er hat sich erst gesprungen. Aber jetzt wird's schwierig hier. Ohne Feuerblume. Tja, dann mach ich's halt so. Heavy Machine Gun! Rocket Launcher! So. Oh, jetzt verschwinde mal Feuerball. Solange du da bist, fühle ich mich nicht gerade sicher. So, die letzte rote Münze. Sehr schön. Nein! Mein Metal Slug Outfit! Nicht mein Metal Slug Outfit! Ah! Warum musste das jetzt von mir genommen werden? Roulette-Minispiel gibt's auch? Yes. Boom. Ein Bohaus gibt es hier jetzt auch. Subkin-Panik. Und da gibt's einen gelben Schalterpalast, hä? Ja, Leute, wisst ihr was? Das war's jetzt. Oder... Ja, komm. Ich muss auch irgendwann mal wissen, wann Schluss ist. Aber das macht bislang wirklich Laune. Also, ich freue mich schon, wenn das Spiel fertig ist, weil das wird eins meiner nächsten Let's Plays. Ohne Wenn und Aber. Das ist auf jeden Fall ein Muss von einem Fangame bislang. Macht wirklich sehr viel Spaß. Aber wie ist eure Meinung dazu? Ab damit ihr die Kommis. Download-Link wie immer in der Videobeschreibung ist selbst auszuchecken. Und dann sind sie dabei. Nächstes Sonnige Matürkims Expo 2022 Demo. Weiter mit Spaß mit anderen Videos und auf Wiedersehen und Tschüss, ihr Leutchen! Now you know what